Der jährliche Weinsommer in Kumpolskirchen ist eine Feier für sämtliche Sinne. Über einen Zeitraum von 10 Tagen können Besucher am Schrannenplatz rund um das Rathaus mediterranes Ambiente genießen. Im Sommer gibt es zahlreiche Gelegenheiten, die einzigartigen Weine der Thermenregion Wienerwald zu genießen. Verschiedene Weinfeste laden von Juni bis August dazu ein, erlesene Weine, regionale Köstlichkeiten und ein stimmungsvolles Rahmenprogramm zu genießen. So auch in Kumpolskirchen. Weinsommer ist so eine schöne Zeit. Im August, 10 Tage lang, verwandelt sich der Schrannenplatz in Kumpolskirchen in eine große Festzone. Wir haben weißgedeckte Tische mit Blumenarrangements. Der Gast flaniert in der Zone, holt sich ein Glas Wein, setzt sich irgendwo auf eine Tafel, kommt mit anderen Leuten ins Gespräch, holt sich ein Essen und genießt den schönen Abend. Also ich stelle mir vor, Weinkönig und Weinkönigin in Kumpolskirchen ist viel Arbeit. Was macht ihr so den ganzen Weinsommer lang? Also Weinsommer ist jetzt vor allem heute eben die Eröffnung für uns als Arbeit. Aber sonst können wir den Weinsommer eigentlich genießen und dann kommt wieder der Weinherbst, wo wir auch wieder Aufgaben haben wie Gebirgsaufschießen oder eben auf der Genussmeile. Ja, unser Bogen spannt sich eigentlich das ganze Jahr. Also das fängt an mit der Saisoneröffnung im Mai und geht noch über die ganze Saison, Tourismussaison bei uns in Kumpolskirchen, wobei der Hauptaugenmerk, wie wir gerade gesagt haben, in September, Oktober liegt. Die Weinlese, das ist einfach die schönste Zeit in Kumpolskirchen und es sollte an jeder zumindest einmal vorbeischauen. Probieren Sie auch alle Weine durch, diese 10 Tage lang? Alle nicht. In unserem Alter geht das nicht mehr. Ich habe gerne einen Chardonnay und ja, den kriege ich da. Der ist sehr gut. Kumpolskirchen erstrahlt im spätsommerlichen Glanz rund ums Rathaus am Schrannenplatz. Wie jedes Jahr findet hier der Weinsommer statt. Besucher haben die Gelegenheit, Weine von renommierten Winzern zu probieren, regionale Delikatessen zu genießen und sich musikalisch unterhalten zu lassen. Programmmäßig spannende Musik, immer wieder sehr unterschiedlich, immer wieder gesagt Top-Weine und mein absoluter Favorit, muss ich sagen, Max Nitsch spielt am Freitag in Kumpolskirchen am Weinsommer und den muss man sich anschauen. Das ist unser Local Hero und den muss man unbedingt unterstützen. Was passiert in der Gemeinde zwischen den Veranstaltern und den Gastgebern? Wächst man von Jahr zu Jahr enger zusammen? Wird man jedes Jahr besser? Natürlich wird man immer besser, je länger dass man zusammenarbeitet. Aber in Kumpolskirchen hat er das Tradition, dass hier eigentlich eine Symbiose ist zwischen den Veranstaltern und der Gemeinde. Die Gäste kommen von weit her. Sie machen auch Urlaub deswegen hier. Es gibt hier auch mit den Zimmervermietern eine Übereinkunft, dass sie hier Packages schnüren, dass die Gäste aus dem In- und Ausland auch hier übernächtigen können. Und das finde ich natürlich sehr großartig. Hier in Kumpolskirchen ist hier gerade mit diesem Weinfest was ganz Besonderes gelungen. So eine Mischung aus der Tradition, die wir hier spüren, die bei dem Wetter natürlich ganz besonders schön. Ganz tolle Musik, auch sehr mutiges Kulturprogramm dazu. Und natürlich der ganz hervorragende Wein, eines der wichtigsten Produkte bei uns hier im Bezirk Mödling. Also da passt alles zusammen. Und ich möchte mich wirklich ganz herzlich auch bei der Gemeinde bedanken, dass das hier überhaupt möglich ist, so ein wunderschönes, stilvolles Fest auszurichten. Der Eintritt ist an allen Tagen frei und die Besucher sind eingeladen, in traditioneller Tracht zu erscheinen. Der Weinsommer Kumpolskirchen ist seit einigen Jahren jetzt schon eine sehr schöne Veranstaltung. Es ist ein ganz anderes Weinfest als alle anderen Weinfeste in der Umgebung. Es ist klassisch mit italienischen Vibes ein bisschen und einfach super Stimmung, super Wein, super Essen, schöne laue Sommerabende. Gott sei Dank haben wir gutes Wetter und ist einfach nicht zu versäumen. Das Kumpolskirchener Weinfest geht noch bis zum 20. August. Also es steht einem rauschenden Weinsommer nichts im Wege. Nein, überhaupt nicht. Die Wetterprognose ist toll und wir freuen uns sehr.